Moin zusammen und willkommen zurück zu Ender of Forgotten Stories. Bisher haben wir nichts als Pech, denn Sirius, mit dem wir auf ein Schiff gegangen sind, wurde abgemurkst. Wir wurden über Bord geschmissen, haben jetzt Fieber, haben natürlich neue Fähigkeiten, aber da treffen wir auf Apotheker. Die werden umgebracht. Jetzt haben wir Jasper getroffen, der hat uns ein bisschen was erklärt über Enderal. Und wir haben zwei Missionen bekommen, aber bevor wir die machen, würde ich mal gucken, aber wir haben morgens, das passt. Ob wir hier nicht... Ah, guck mal. Wir haben ein paar Sachen, die wir mitnehmen können. Und der Schlechter von Ark, Buch 1, Folge dem Feuer. Forward. Moment, erstmal kurz schauen, wie lang das ist. Ja, das ist dann doch zu weit. Wir werden das nicht lesen. Das ist... Ach du meine Güte. Also wer gern Bücher liest, noch ein Grund mehr, dieses Spiel zu spielen. Da könnt ihr alle möglichen... Junge! Wie weit geht denn das noch? Ja, mal gucken. Ich habe mir gerade einen neuen Kaffee geholt. Ach, jetzt ist... Okay. Gerade einen neuen Kaffee geholt. Ich dachte, ich trinke jetzt mal und guck mal, wie weit wir... das nehmen wir mit, natürlich. Und wir haben der Schlechter von Ark gestartet. Ja. Gut. Haben wir alles? Lass mal kurz was schauen. Ich habe gerade einen neuen Handschuh bekommen. Und zwar einen Vagabundenhandschuh. Damit haben wir ein bisschen mehr Rüstung. Jau. Nee, wir wollen... Flammenbiss nicht, sondern Lebensabsorption. So. Hier ist das Lager, in dem wir sind. Ich würde aber sagen, wir gehen mal und gucken nicht. Ich hoffe, dass hier vorne das von den beiden, das Lager von den beiden Alchemisten ist. Denn mit etwas Glück, so doof es klingt, liegen die da doch und wir können ein wenig Leichenfledderei betreiben. In dem Sinne, dass wir deren Items mitnehmen. Und es sieht so aus, als ob das doch hier ist. Guck mal, der große Aufbau hier. Die alte Dammwarte. Und da unten ist das Lager. Dann schauen wir mal. Oh, ein Bandit! So haben wir nicht gewettet, du. Weg mit dir. Naja gut, war klar, dass hier ein Bandit ist, ne? Cool finde ich übrigens, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, dass wir hier ein Level-System haben, wie in Gothic. Und in dem Sinne klauen wir natürlich wieder alles, was die Banditen so mit haben. Was ist das? Lebensabsorption. Habe ich schon, nehmen wir aber mit. Und ein Honigwein. Den nehmen wir natürlich mit, der ist teuer. Was haben wir denn noch hier? Carbos. Abzeichen des Apothekari. Ja. Eisenschwert und zerschlissene Kleider. Moment mal kurz. Tut mir leid, dass ich dich so ausraube, aber ich kann deine Items wirklich gut gebrauchen. Und hier ist Finn. Finn hat auch das Abzeichen. Ambrosia! Kutte, na, das bringt nichts. Aber... Moment mal kurz. Ne, passt. So, das heißt, wir konnten die Apothekari noch ein bisschen ausrauben. Mein... Das, was die Banditen uns übergelassen haben. Moraltechnisch verwerflich, aber wir brauchen Geld. Ein bisschen Moral muss man mal beiseite legen. Und einfach auch darauf achten, wir brauchen Geld. So, wenn wir nach Fluss, wie ist es noch? Fluss? Flusswald? War es das nicht? Fluss. Oh! Fluss weiß ich nicht, was? Gehen? Dann. Oh, meine Güte. Brauchen wir, ist das laut, brauchen wir auf jeden Fall alles, was wir mitnehmen können, was wir tragen können, um, ich weiß nicht, vielleicht können wir da irgendwelche bemerkenswerten Sachen kaufen oder so. Das ist ja immer so, ich habe alles mit, sondieren kann man später. So, hier ist es ein bisschen laut, ich würde mal sagen, da vorne waren wir ja schon, ich gehe mal kurz etwas die Küste hier entlang. Hier unten war ich noch nicht. Und schaue,
ob ich nicht noch die anderen Banditen finde. Mal schauen. Mal gucken. Moment, Moment. Ach ja, das war das. Okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Und hier ist nach wie vor nichts drin. Alles klar. So, bei Tageslicht habe ich das noch gar nicht hier gesehen. Jetzt kann man auch mal ein bisschen mehr sehen. Erkennen. Ja, ja, das habe ich, das habe ich im Vorbeilaufen gesehen. Den, Baumpilz, nenn ich's mal. Schmetterlinge. Und Libellen. Bleib stehen. Ja, die kriege ich nicht gefangen. Oder? Oder? Nice. So wie Fische hier. Meine Güte. Also nur mit Leben abziehen macht man nicht viel Schaden. Ich würde sagen, das benutzen wir nur, wenn wir auch wirklich kein Leben haben. Ich wechsle mal eben auf Flammenbiss. Feuer, Feuer. So. Und hier ist nichts. Es hört sich eigentlich so an, dass hier was sein sollte. Nee. Hier ist einfach gar nichts. Nur dieses... Oh. Hier ist doch was. Das habe ich bei Dunkelheit gar nicht gesehen. Da war noch ein, so ein Vagabundenzeugs. Das habe ich schon leer. Okay, bevor wir uns jetzt hier in den schon erkundeten Gebieten zu viel umsehen, sprinte ich mal eben rüber noch nach vorne. Meine Güte, wie viele Schmetterlinge. Sprinte ich mal eben hier nach vorne. Um zu schauen, ob wir noch was finden. Und dann gehen wir einmal kurz da hinten in dieses Wasserwerk oder was das sein soll. Aber ich kann die Kapuze auch aufsetzen. Genau. Vagabundenkluft brauche ich nicht. Da ist unsere Magierrobe deutlich besser. Oha! Das sieht nicht schlecht aus. Das hat was. Kaffee ist noch sehr heiß. Gut, hier ist nichts. Nein. Dann mal rüber zum Wasserwerk. Schwimmen können wir ja. So. Hoch da. So, Apothekari, wir haben euch gerecht. Der Bandit ist tot. Mal schauen, was es jetzt hier in dem... in der Hütte gibt. Alte Dammwarte. Ich höre schon, hier ist was drin. Ja, das machen wir gleich. Mooskrabbler. Vorsichtig. Da ist noch was. Töten es! Bevor es Eier legt. Meine Güte, geht die Magie ab. Geht die Dingens ab. Die Mucke. So. Rezept Ambrosia. Oh, dafür brauchen wir einen Baldriswurzel und einen Würdenwurzel. Das ist gut, den habe ich. Also den Würdenwurzel. Kappe. Ich würde sagen. Oh. Wir sollen einen Weg finden, das Spinnennest kaputt zu machen. Da bin ich bei. Benutze Feuer. Ein Schild erhöht den Rüstung. Ja, ja. Bin aber noch ein bisschen beschäftigt. Chymicum Ausdauer. Chymicum. Erhöht Ausdauer. Kann nur in Lykanthropen. Okay, ich bin kein Lykanthrop. Das heißt, das bringt mir noch nichts. So.
Oha. Ein magisches Symbol. Nice. So, jetzt brauche ich aber eine Fackel. Habe ich noch eine? Nein? Doch. Sehr gut. Was ist denn das da? Naja. Wir nehmen auf jeden Fall so gut es geht alles mit. Also so gut es geht alles in dem Sinne. Oh, neu ist eine neue Fackel. Wenn wir natürlich keinen Platz mehr haben, wird das nichts. Sonst nichts mehr? Ein Eimer? Ja, warum nicht? Und wenn wir das hier durch haben, also dieses Gebäude, dann würde ich sagen, können wir auch zu dieser Stadt gehen, die da erwähnt ist. Wo war denn noch ein Spinnenbeutel? Naja, gut. Schlafenbett. Ja, sieht gemütlich aus hier. Einladend. Kann man nur weiterempfehlen. Bestes Airbnb. Nehmen wir. Nein, nein. Ja. Nein. Was ist das denn hier? Ach, eine Überliste. Ja, die brauchen wir nicht. Gut. Dann sind wir hier bald fertig. Nägel. Ach ja, stimmt. Man hat hier unglaublich viele Möglichkeiten, Sachen zu basteln. Da braucht man ganz, ganz viel Kleinteile. Deswegen habe ich auch diese Einzelteile nicht verkauft. Denn ich meine... Hier, die da. Die braucht man auch immer mal wieder. Für... Mein Gott, wie heißt es denn? Oha. Für diverse Alchemie-Rezepte. Die Tonne war voll. Die war loaded. Hammer, Hammer, Zange. Hammer, Zange, Zange. Und Eimer. Alles mit. Blase, weil ich darf auch nicht liegen bleiben. So, noch mehr Einzelteile. Gut, jetzt müssen wir einmal kurz durchlutschen. Also hier die ganzen Alchemie-Zutaten probieren, die wir noch nicht gegessen haben. Dann können wir nämlich anfangen zu brauen. Oh, da wird sich gleich einer freuen. Das klopft aber laut. Noch so ein Karpfen, ein bisschen Knochenmehl, eine Knolle, Krabbenpanzer, Mehl, Menschenfleisch, und ein Herz, yum. Ne, Vater hätte sich gefreut. Ja, das wissen wir schon, dass wir damit nichts anfangen können. Noch eine Salzwurzel, das muss ja auch noch was schmecken. Ein Silberling, Spinneneier. Alle drei in den Gusto. Nee, den essen wir nicht. Der hat ja schon sein Ding. Ein paar Buffs und Debuffs zum Mitnehmen, bitte. So. Ihr könnt Tränke und Gifte brauen, indem ihr zwei oder mehr Zutaten desselben Effekt kombiniert. Experimente mit verschiedenen Zutaten ein bisschen... Ja, nee, ich geht hier... Hier geht's jetzt erstmal um... wo ist es? Ambrosia kann ich noch nicht. Ausdauer wiederherstellen könnte ich, aber wir machen erstmal Lebensenergie wiederherstellen. Guck mal. Und der gibt noch nicht mal Arkanistenfieber. Lebensenergie erhöht euer Arkanistenfieber. Oh, tolle Tennis. So, dann wollen wir die mal kurz wegmachen. Jetzt nehmen wir den. Okay, da hat auch wieder was. Lebensenergie wiederherstellen und Arkanistenfieber erhöhen. Ja gut. Können wir jetzt durchmachen hier. Einmal alle rein da. Mana schädigen? Ne, schädigt Ausdauer. Nee. Oh, Leben! Ne, die Mana brauchen wir. Wir haben ein neues Level, das ist schön. Anfälligkeit für Magie? Brauchen wir das Gift mal. Wir brauchen alles, was wir können. Sehr gut, da ist noch eine Sache rausgekommen. So. Nochmal Mana schädigen. Ausdauer schädigen. Und Frost, weiß ich nicht was. Es ist ein bisschen jetzt zugespammt mit irgendwelchen Sachen. Aber das ist halt so. So. Das Gute ist, wir haben ein neues Level erreicht. Das heißt, wir können direkt mal Fertigkeiten skillen.
Oh, 15 Minuten schon. Krass, die Zeit vergeht ja hier wie im Fluge. So, was ist das? Elementarlehrling. Ja, auf jeden Fall. Doppeltes Wirken, elementare Raserei. Ja, das sehen wir dann noch. Erstmal müssen wir hier Dingens lernen. Mehr und mehr Dinge. So. 30% weniger. Dann können wir direkt mal gucken, wie viel jetzt der Blitzzauber kostet. Der ist ja stärker als der Feuerzauber. Also wenn wir durch den Ladebildschirm hier durch sind. So, Magie. Kosten 6. Wohltat? Nein, nein, nein. Da. Kosten 6, Kosten 5. Machen wir so. Gut. Dann laufen wir mal zu diesem Dorf, wovon der Jesper gesprochen hat. Wie viel Platz haben wir noch in der Tasche? Ja, guck mal, wir haben sogar noch ordentlich Platz in der Tasche. Das heißt, wir können unterwegs noch Sachen einsammeln. Das freut mich doch. So, Jesper, kann ich dich ansprechen noch? Nein, kann ich nicht. Dann gehen wir mal weiter. Ach, da unten. Weg mit dem Küstenpirscher. Aua! Ein Wolfsfell, sehr gut. Noch 1000 Erfahrungen bis zur nächsten Stufe. Das hört sich noch nicht viel an. Ja, die ersten Level sind immer schön, ne? Wenn man ein neues Spiel anfängt. Ersten Level, dann immer richtig entspannt. Kloppt man ein paar Viecher, ist direkt wieder Level up. Aber das braucht man ja auch, ne? What the fuck? Vorsichtig hier. Was sollte das denn? Eine Ziege? Da ist eine Ziege. Ziege? Ich warte dich. Sehr gut. Gibt es schön lecker Ziegenfleisch und Ziegenhaut. Mmh. Die habe ich am liebsten. Ja, du meinst doch nicht, dass wir dich hier rumfliegen lassen, oder? Ich nehme natürlich mit. Du gelber Schmetterling. Ist immer ein weiter Abstieg hier. Blaue Schmetterlinge. Aha. Ja, nehmen wir auch mit. Dankeschön. Müssen wir denn jetzt lang? Hier links? Ich denke. Hier geht's runter, das ist gut. Wir wollen erstmal in diesem Dorf. Das ist in die Richtung. Laufen wir so ein bisschen querfeld ein, aber ja. Ist okay, denke ich. Junger Mooskrabbler. Davon haben wir schon mal welche gemacht. Normale sogar. Zack. Ich hätte das Spiel auch sogar ein bisschen anders in Erinnerung. Ich dachte tatsächlich, dass man durchs Benutzen von Magie, egal welcher Art, die ganze Zeit Arkanistenfieber kriegt. Aber es ist schön, dass das nicht so ist. Da können wir ja echt klasse mit Magie rumballern. Und die funktioniert ja auch gut. Bisher kommen wir ganz gut mit allen Gegnern zurecht. Das automatische Speichern hier immer wieder ist übrigens voreingestellt. Ich glaube, alle 5 Minuten macht er das. So, da längs. Das ist auch irgendwo eine Hütte. Zumindest sieht es so aus, als ob wir hier ganz in der Nähe ein Haus hätten. Wo man hin könnte. Da vorne links. Gucken wir mal. Blut. Flussheim. Und Ark sind rechts. Hä? Das sieht falsch aus. Wir bleiben weiter bei dem Pfad hier. So, was ist denn das für ein Haus? Altes Dreiflusslager entdeckt. Da vorne ist so ein Troll wieder. Wir gehen mal kurz ins Dreiflusslager. Bin ich neugierig. Was haben wir hier? Eine Ratte. Eine Silvesterratte. Hallo, ich möchte hier hoch, bitte.
Oh ja. So. Das wär's. Die haben wir. Boah, schon wieder so ein Trank, du. Wo ist er? Nicht Gift, Trank. Lebensenergie regeneriert 14 für 4 Sekunden. Ja. Ja, damit. Und voll. Nice. Jetzt brauchen wir noch eine Fackel. Nehmen wir alles mit. So, hier sieht so aus, als würde man hier gut plündern könnte. Eine Ratte. Noch eine? Ich dachte, ich wäre fertig mit den Gegnern. Dahinter scheint auch noch was zu sein. Ja, natürlich knacke ich das Schloss jetzt nicht. Da habe ich einen viel besseren Plan. Also erstmal kann ich hier jeden Container... Nein, doch nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt jeden Container hier leer räumen. Ich gehe hier über den, über diese Rampe. Ich habe vorhin gesehen, warte. Genau, hier kann man so weiter. Nein, noch nicht dahin. Wir gehen dahin. Erstmal kriegt die Grubenratte einen ab. Dann kriegt die Grubenratte einen ab. So, da gehen wir gleich weiter. Hier vorne ist nämlich ein Sack und Groschen. Ja, Geld. Gib mir dein Geld. Halt dein Geld. Ein Geheimfach entdeckt. Oh, Geheimfächer, stimmt, das war's ja. Da gab's ja noch mehr noch. Man konnte noch mehr immer finden in den Kisten, wenn man Glück hatte. Oh ja, ich hab so Bock. Junge, hab ich Bock. So, ich denke, wir sind hier durch. Dann würde ich sagen, probieren wir uns mal an dem ersten Schloss. Wir reichen nicht aus, um dieses Schloss zu knacken. Oh. Ja, dann müssen wir über die Mauer. Ich hoffe, ich komme danach nochmal raus. Aber ansonsten, wir können ja speichern, bevor wir runterspringen. So, gespeichert. Arcana, bla bla, Teller, Weizen, alles mitnehmen. So, hier sind noch ein paar Sachen, die wir mitnehmen können. Werkzeugkasten. Und. Ein Bauplan für einen Eisenhelm. Guck mal, jetzt kann ich hier Sachen herstellen. Aber das brauche ich alles nicht. Wir brauchen nur die Items hier. Genau. Boah, ich hoffe, ich komme hier gleich raus. Friedenskraut, das kann man rauchen, hat er gesagt. Da ist der Schlüssel. Perfekt. So, Fackel. Eisenschlachtaxt. Ein Geisterwolf. Ich kann einen Companion holen. Nice. Mal eben kurz nach der Ruhm gucken. Ja, die ist nicht so gut, aber ich kann mir einen Companion holen. Wo ist er denn? Ja, das habe ich noch nicht gelesen. Wir wissen ja, die Bücher sind sehr lang, deswegen lesen wir die nicht durch. Da ist der Wolf. Und... Psychose. Dreimal mit Psychose. Und erhält Resistenz, Mali. Okay. Ja, bringt mir nicht viel. Ich bin Elementarmagier. So, leere Fässer. Vom Werkzeugkasten. Und eine Holzschüssel. Ich glaube, wir sind hier. Ah, da ist noch was. Ich glaube, wir sind hier jetzt gleich durch. Ja, sieht gut aus. Wir haben alles. Gut. Bevor wir jetzt rausgehen, wollen wir einmal kurz... Ist das der? Ja. Ups. War keine Absicht. Moment, ich hab's gleich. Bagel. Danke dir, Türchen. So. Denn draußen war ja noch dieser eine Troll oder was das war. Ich glaube, das war ein Troll. Und den machen wir jetzt gleich mit unserem Geisterwolf fertig. So. Also, Favoriten. Geisterwolf. Da ist er. Oh, krass. Oh.
Dann brauchen wir aber hier den Flammenstab. Mit Feuer kriegen wir das hin. Nice! Perfekt! Guck mal, wir haben schon wieder 300 Erfahrungen gemacht. Wildfleisch. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie lange der hält, der Geisterwolf. Aber ist auch, denke ich, nicht so schlimm. Ich glaube 30 Sekunden oder so. Ist er sowieso schon halb tot. Gut, dann müssen wir weiter. In die Richtung geht's in nach Flusswald. Oder Flussfels? Flussheim. Mach die Küstenpirscher fertig. Ja, den Rest macht mein Wolf. Ah, hat er schon. Sehr gut. Okay, was ist das da vorne? Da schwimmt was im Wasser. Ah, noch ein Küstenpirscher. Ja, hier will ich nicht lang, ich muss doch dahin. Moni Wolfs hat sie jetzt verabschiedet. Nee, doch nicht. Der rechts zeigt er eigentlich noch an. Aber der kann nicht über das Wasser. Na, ist nicht so schlimm. Was haben wir hier? Gegner! Ahahaha. Hab ich! So, wo ist denn der nächste? Irgendwo da. Au! Goddammit! Wo ist der letzte? Oh! Junge! Pass mal auf, so ein Pfeil tut weh! Meine Herren, ey! Gut, dass sie nach einer Zeit verschwinden, ey. So viele Pflaster habe ich nicht dabei. So, was haben wir denn hier? Wohltat, das habe ich schon. Parieren, Lehrling. Oh, ist okay. Ein Schädel. Weiß nicht, was das hier darstellen soll. Aber hier ist doch noch eine Korundum-Erz. Ja, das bauen wir ab. Korundum-Erz. Einmal bitte zum Mitnehmen. Dankeschön. Ich habe aber auch Pech bei den Vorkommen, ne? Ich habe jetzt nicht wirklich Dingens bekommen bisher. Wie heißen sie denn noch? Ich suche gerade die Fleischlosen. Ich habe jetzt nicht wirklich Edelsterne bisher bekommen. Wenn ich mich nicht vertue. Also einen Amethyst habe ich, aber den habe ich, meine ich. Hier war doch gerade was. Da. Ach, ein Pfeil. Ne, den brauche ich nicht. Da ist noch einer. Gut, das muss reichen. So, mal kurz die Karte aufmachen. Ich muss jetzt gleich auf den Weg und dann kann ich hier lang. So, da vorne ist der Weg. Das ist gut. Dann können wir uns nicht verlaufen. So, damit wir es die Folge auch noch dahin schaffen, haben wir auf, jetzt irgendwie groß uns noch ablenken zu lassen, sondern rennen einfach los. Guck mal, da vorne sind Leute. Sind das Bauern? Nee, ist ein Straßendieb. Oh, sind die. Oh, 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 die sind aber schnell. Wow! Oh. Elender Bastard! Ey, entspann dich. Ihr habt mich angegriffen. Vagabundenkluft, Lederschild. Alle mitnehmen. Und du hast Eisenhelm. Das sieht aus wie ein Eiseneimer. Ich kann nicht mehr alles mitnehmen. Wir müssen aussortieren. Ich schmeiß hier beim Schild was runter. Warte. Wir nehmen alles. Hier. Wertgewicht. So, Gewicht. Ah ne, das ist 1, hier ist 1. Kann ich das nicht sortieren? Ja, kann ich. Nice. Okay, die Beil bringt nichts wirklich. Das ist nur die Hälfte wert von dem, was es wiegt.
Haben wir noch was, was nicht so wirklich was? Guck mal, die Spitzhacke, da brauchen wir aber eine von. Ein Langbogen und dann ganz viele morsche Langbögen. Wie sind sie das Doppelte noch wert? Habe ich irgendwas als Grabschaufel? 3 zu 1. Den blutigen Schädel brauche ich gar nicht. Ah, guck mal, jetzt haben wir es schon. Das Beil und der Schädel haben gereicht. Nice. Nein, nein, wir gehen noch weiter hier. Wir wollen auch nach Flussheim. Müssen wir rechts lang, ne? Flussheim, da lang. Ja, klasse. Es hört sich an, wie als wäre es wieder Sommer. Und dabei haben wir Winter. Ja. Okay, ich werde angeknurrt, aber nicht angegriffen. Da kann ich mit leben. Wir müssen dem Weg hier weiter folgen. Habe ich noch Äpfel? Kürbis. Ja, nehmen wir einen Kürbis. Ist auch okay. Oder oben ist noch so ein Ambrosia-Wurzelding. Birnwurz. Windwurz. Waffe wieder aufladen. Oh Mist. Dann brauchen wir eben kurz den zweiten Flammenbiss. Bam. Wieder die Küstenpirscher erledigt. Also mir gefällt Magie soweit. Armer Kerl. Also ihr habt da was Dingensen hören. Was Piepsen hören. Als wäre da wieder eine Windwurzel. Aber wir wollen eigentlich jetzt erstmal nach Flussheim. Also, weiter. Wir schaffen das noch. Wir schaffen das noch. Weiter, weiter, weiter. Ich will nach Flussheim, verdammt nochmal. Ich will handeln. Ich will Sachen verkaufen. Ich will Sachen kaufen. Ich will NPCs sprechen. Mehr als die, die ich bisher getroffen habe. Wir hatten erst 4 NPCs. Mit denen wir reden konnten. Sirius, Jasper, Apothekari 1, Apothekari 2. Wobei der einfach nur gesagt hat, wir sollen uns verkrümeln. So, und hier sieht es so aus, als ob wir auf Zivilisation stoßen. Haben wir hier Zivilisation? Ja. Zivilisation. Hey, du da. Ja? Ja, genau, du. Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Ja. Naja, ich hab was gefunden, was richtig Tolles. Aber allein komme ich damit nicht weiter. Ich brauche die Hilfe von jemand Großem und Starkem. Wie wär's also? Ich zeige dir, was ich meine, und du versprichst mir dafür dann, dass du mir damit hilfst. Was sagst du? Warum fragst du dafür mich und nicht deinen, ich weiß nicht, deinen Vater, deine Geschwister? Ich könnte gefährlich sein. Gefährlich? Ich weiß nicht. Dann wärst du doch nicht so nah an Flussheim und den Gardisten, oder? Außerdem dürfen Papa und die anderen nichts davon wissen. Sonst klappt die Überraschung nicht mehr. Was ist denn damit? Das zeige ich dir gleich. Aber erst musst du mir versprechen, dass du hilfst. Komm schon, sei kein Frosch. Na okay, Silas, wir sind kein Frosch. Wir machen das. Aber... Ja, klasse! Ich wusste, dass du ja sagen würdest. Komm mit. Sekunde, Silas. Silas, folgen wir der nächste Folge. Also, wir sind endlich auf Zivilisation gestoßen. Ich hätte jetzt liebend gerne mit allen gequatscht, aber wir haben jetzt schon 33 Minuten. Wir haben jetzt einen kleinen Jungen, der schon uns angesprochen hat. Und mal gucken, wo uns Silas nächste Folge hinbringt. Bleibt dran, bleibt spannend. Hauen wir rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.